Hallöchen und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, dieses Mal zu Skyrim Real Life. Mein Name ist Gronkh und ich hätte gerne ein Real Life. So, mal gucken, wir spielen hier mit dem Jedi-Meister, die Natur, bla bla bla, ist egal, drück ich mal weg. Fremder, geht's euch gut? Nö. Ihr habt wohl einen über den Durst getrunken. Mhm. Einen wohlgenährten Ranzen habt ihr auch, wie ich sehe. Was? Kommt mit, ins nächstgelegene Dorf. Mach einen Lauf. Dort schläft es sich bequemer. So, wir sind hier in irgendeinem Wald und wie es aussieht, hat sich Prinz Adam in die Hose geschissen, so wie er läuft. Ja, geh mal voran, Fremder, und wir sind hier irgendwie... Huch, meine Hand brennt! Meine Hand brennt! Ah! Und der Baum brennt. So. Adam, warte mal! Oh, Adam brennt. Soll der Scheiß? Entschuldigung! Ihr könnt mich doch nicht einfach anzünden. Och, das geht schon. Das ist doch kein Spiel. So, was sag ich jetzt? Langweilige Geschichte, scheiß drauf. Ich zündel gerne. Nun denn, dann lasse ich euch diese Schelmerei noch einmal durchgehen. Ja. Jetzt, wo ihr hier seid. Mhm. Habt ihr von den Drachen gehört? Mhm. Die den Himmel verdunkeln? Vielleicht könnt ihr... mit euren Zünderlein die Drachen zerstören. Ich mach das. Sehr gut. Ich habe früher selbst gegen Drachen gekämpft. Doch dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Besiegt den Drachen und ich bringe euch nach Einlauf. Halt. Wer seid ihr überhaupt? Ich bin ein schwuchtliger Hochelf mit Segelohren. Oder ich bin Bretone. Brett One. Ist das nicht ein Wrestler? So, oder ich bin, ja, Türke ist super, aber die haben ganz komische Charaktereigenschaften, glaube ich, weil die wollen sich immer prügeln. Ach, muss es, ist ein DLC. Scheiße. Ja, egal. Die 2 Euro gebe ich nicht aus für Türken. Da gucke ich mal lieber, ob ich einen Khajiit nehme. Katze kann nicht kämpfen. Hier nehme ich... Ach komm, nehme ich hier Brett One. Also gut. Viel Glück bei diesem Drachen. Ich habe ihnen... diese Richtung gesehen. Im Wald. Ich muss wieder weiter. Dummen Abenteurern mit Pfeilen ins Knie schießen. Hm. Alles klar, dann beklauen wir den mal. Ach, ach, hier riecht's nach Hoden. Ach, ernsthaft? Nee, die Lumpen will ich gar nicht. Was habt ihr euch dabei gedacht? Was? Ich stehe noch direkt vor euch. Ich wollte die gar nicht klauen. Nur leihen. So, probieren wir es nochmal von hinten. Warte mal. Von hinten mag er es bestimmt. Warte. So, so, so. Oh. Mockt. So. Tschüss. So, Klamotten haben wir. Und jetzt machen wir uns auf, den bösen Drachen zu be- nicht den, den bösen Drachen zu bekämpfen. Den da hinten, genau. So. Das Schwert haben wir auch dabei. Funktionieren tut's auch. Steuerung ist okay. Und Third-Person-Mode geht auch. Zum Glück sehen wir nicht bescheuert aus, wenn wir laufen. Was kommt denn da angeritten? Oh nein! Oh nein! Ein finsterer Ork oder Troll oder... Gibt das nicht Copyright-Probleme mit WoW? So, warte. Jetzt lauf ich hier rum und jetzt... Da streckst du die nieder! So, jetzt wieder in First-Person-Mode und jetzt mal gucken, was wir hier so haben. Was? Nein! Ein Drachen! Nein! Klau mir nie wieder meine Sachen. Oh nein, ein Pädophiler im Wald! Nein, lass mich los! Dies soll ja eine Lehre sein. Ja, scheiß Spiel. Ja, aus irgendeinem Grund bin ich jetzt angepisst. Das heißt, ich werde Skyrim Real Life für dieses Mal verlassen und wir kehren bald schon wieder in die Grünauen von He-Man. Vielen Dank an Gronkh fürs Zocken und an Mirrors FX für diese gigantischen Visual Effects. Wenn ihr mehr von den Jungs wollt, dann klickt auf die Pizza. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr für die Hochelfe seid. Ja, was ist euer Lieblings-Fantasy-Game? Schreibt's in die Kommentare. Wir sind auch ein sehr männliches Volk. Ja, genauso männlich wie das letzte Apple-Gerät. Oder fast so männlich wie GTA Real Life
Weltwehmerweise, wir sehen uns nächsten Freititi-Tag. Hatschi.